Und damit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge Space Engineers mit Dodger. Moin. Der joint gerade. Deswegen ruckelt's kurz. Kurz vorweg. Hallo Bärchen, schön, dass du auch dabei bist. Kurz vorweg, das Problem mit den Raketen wurde durch Dodger gelöst. Er hat sich also ganz akribisch nochmal da dran gesetzt und hat dann Folgendes also festgestellt. Der Eventblock, ne? Der Eventblock scheint nicht so zu arbeiten, wie ich mir das vorgestellt habe. Also er macht im Endeffekt was anderes. Durch einen einfachen Dreher konnte er also sozusagen alle Probleme beheben. Weil ich aber echt angefressen bin, habe ich gar keinen Bock mehr auf die Raketen, zumindest heute nicht. Und deshalb denke ich, werden wir einfach ein bisschen weiter mit der Metzgerplatte machen. Und weil es hier schon wieder ruckelt und zuppelt und alles ein bisschen doof ist, dachte ich mir, wir können ja mal ein bisschen aufräumen. Vor allem aber waren wir immer noch nicht im All. Und da wir ja inzwischen einen sehr, sehr großen Allbohrer haben, könnten wir das vom Prinzip mal nachholen. Ich würde aber sagen, in erster Instanz nehmen wir mal die gute Metzgerplatte hier. Ihr erinnert euch. Dankeschön. Gerne. Wofür? Dass du den Platz frei machst. Na, ich habe wieder die Triebwerke nicht an. Ich merke es jedes Mal, wenn das Ding nach vorne umfällt. Kommst du mit, Dodger? Ich gehe mal da unten die Basis platt machen. Die nervt mich. Welche? Da unten diese Scouting Outpost. Außerdem fliegt da gerade eine Strike Corvette vorbei. Docking Station in 5 Kilometer. Ich würde sagen, wir bereinigen heute mal so ein bisschen unsere Karte. Okay. Das ist die 1. Das ist eine Gatling. So, schon mal anvisieren. Zack. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir unten ja auch dezent Geschütze. Ich behaupte also mal, so lange lebt das Ding dann nicht mehr. So. Also du denken so, Event Controller denken so, also Schlachteplatte auch fein. Ja, ne? Ich finde auch. Ich finde auch. Ja, so in etwa. Also teilweise fragt er halt schlicht nicht mehr Sachen ab. Also er geht davon aus, wenn dieser Zustand kommt, dann ist das so. Oh. Ich würde sagen, geht los. Zumindest seitlich wird hier schon rumgeschossen. Unteren noch nicht. Wundert mich ein bisschen. Wir gehen mal auf 1 Kilometer. Na, keine Munition mehr drin. Oder was ist hier los? Oh, da kommt Dodger. Ich verstehe nicht, warum meine Geschütze da unten nicht feuern. Keine Moon mehr drin? Das wäre es ja wieder, ne? Ja, doch. Das sind nur die automatischen. Aber bei mir müsste eigentlich auch alles automatisch sein. Ach, eventuell habe ich die auf Waffen oder sowas eingestellt. Bei mir wird kein Feindsignal mehr angezeigt. Antriebe habe ich das Ding stehen. Ja, das geht dann natürlich nicht. Das habe ich auf Waffen gestellt. Ja. Dann geht es natürlich nicht. Ist aber nicht schlimm. Heißt also, das Ding ist kampfunfähig, wenn ich das richtig sehe. Von links kommt ein Supply Transport. 5 Kilometer. Da hinten ist wie gesagt eine Strike Corvette. Oder gehen wir erstmal da rechts rum noch? Da war ja auch noch was. Da oben Icy. Steht ja auch noch. Da oben sind, achso, zwei auch Dangerous.
Ich möchte alle im Chat. Die Fighter Docking Station? Ne, hier unten war noch irgendwas. Da habe ich ja meine ersten Raketentests mitgemacht. Aber der meldet sich irgendwie nicht mehr so richtig. Nicht warum, ob er schon einfach so zerlegt ist, dass nichts mehr da ist zum Melden. Scheint das so. Kein feindliches Signal. Ja, doch, hier unten, jetzt kommt's. Hab's. Aber scheinbar auch keine Waffen mehr oder Antriebe. Ah, doch. Scheinbar noch irgendwas an Energie. Und an Waffen. Doch, er scheint auch irgendwo eine Waffe versteckt zu haben. Jetzt geht's. So, der ist auch weg. Wird sich mit der Fighter Docking Station auch noch anlegen? Ja. Und der Dodger so, ich bin doch schon dabei. Was für ich möchte mich mit denen anlegen? Ich schalte sie mal auf. Roms. Ah, schießt du jetzt gezielt drauf? Ja. Roms. Energie dürfte schon mal ausgeschaltet sein. Ach du Heilige. Uiuiuiui. Boah. Okay. Keine Ahnung, wie lange ich das durchhalte. Der zerledert mich ganz schön kräftig. Mit Raketenwerfern und allem drum und dran. Hallo Zarezadi, schön, dass du auch da bist. Zum Glück kommt hier jetzt mein anderes Signal durch. Oh wei. Und nochmal ein Seitenangriff. Auf geht's, kleine Metzgerplatte. Hau alles raus, was du hast. Volle Breitseite. Ja. Out of ammo. Ach, Heilige. Hä? Wieso schießen die Dinger jetzt nach oben? Fliegt da noch was über mir? Na los geht's. Sind wir jetzt in Space Engineers oder Star Citizen? Oder warum gibt es vielleicht gleich Boom? Ach. Bisschen Action hier.
Komm, wir müssen da näher ran, Mensch. Oh, noch ein Anflug. Volle Breitseite. Und los geht's. Oh, er antwortet mit einer Breitseite. Ich sollte vielleicht mal die Dingenstürme auch auf Waffen stellen. Los, greift auch die Waffen an. Jetzt gucken wir doch mal. Jetzt wollen wir doch mal hier antworten. Ich glaube, die Seite hier ist noch etwas unbeschädigter. Ihr pausiert? Echt? Bei mir nicht. Bei mir läuft's. Na los, Kinder, antworten. Jawohl. So, jetzt kommen wir hier auch mal mit den großen Geschützen. Na, was sagst du dazu? Ja, ich kann das auch. Ich habe das Gefühl, hier hinter mir ist auch noch was. Die schießen die ganze Zeit auch da in die Luft. Wo ist das Ding? Okay, ich glaube, ich habe doch ganz schön was eingesteckt. Gut, noch einen seitlichen Überflug und dann ab nach Hause, sofern wir das überleben. Alter Schwede, hat das Teil hier eingesteckt. Hoppala. Los, drauf da. Das ist doch ein Ziel. Warum schießt denn niemand von euch? Doch kein Ziel mehr? Es wehrt sich zumindest scheinbar nichts mehr. So wie es aussieht. Ne, scheint sich nichts mehr zu wehren. Na gut. Dann ab nach Hause. Oh wei, ey. Arme Teil. Das arme Teil. Opfer die. Wie opfer die? Die gute Metzgerplatte? Wie soll ich die denn opfern? Direkt in den nächsten Kampf oder was? Kam doch gar keine Gegenwehr mehr. Wie soll ich die denn jetzt noch opfern? Sorry, die waren Opfer. Ja. So, ich glaube auf jeden Fall, wir haben unseren Standpunkt klar gemacht. Könnte man ja vom Prinzip her jetzt nochmal. Oh, den Dodger hat es auch erwischt. Ich habe eigentlich gedacht, du hättest es da geschafft. Nee, nicht ganz. Oh je. Musst du da frei bleiben? Musst du mit deinem LKW raus? Willst du mit deinem LKW raus? Warte, ich fahr am raus. Ich kann auch woanders hin.
So. Ja, doch. Ich glaube, ein bisschen kaputt ist sie. Ich weiß auch tatsächlich nicht, ob sich das noch lohnt, das Ding wiederherzustellen. Also da ist ja mal locker ein Drittel ist ja hinüber, ne? Ich denke, das können wir ruhig so sagen. Trotzdem muss ich ganz ehrlich gestehen, ich bin begeistert, was das Ding so einstecken konnte. Hätte ich gar nicht so gedacht, um ehrlich zu sein. Also hätte ich wirklich gar nicht so gedacht, dass die gute Metzgerplatte so viel einstecken kann. Ich meine, zieht euch das mal rein. Also jetzt nicht ganz wenig, ne? Nun das gute Salvage-Schiff und die Reste abbauen. Ja, ich denke auch, so machen wir es. Irgendwo müssen wir ja mal anfangen, ne? Ich würde sagen, das machen wir doch. So. Welchen haben wir denn lockt? Den hier, ne? Moin! Hi Flo! Warum ist das Ding so schwer? Guck mal, weil der noch richtig voll ist. Ah. Zack. Da müssen wir wohl erstmal wieder ausladen. Der ist noch komplett voll. Na gut, nicht ganz. Kann auch mal hier mein Zeug reinladen, ne? Geht das jetzt schon wieder nicht? Das ist auch egal. Ich muss fix hier aufladen. Das Geraffel. So, jetzt den Kollegen hier leer machen. Na, wie läuft's? Ach ja, Flo, ach ja. Et geht, ne? Ich sag mal, et geht. So, Komponenten 1. Guck mal hier, kann ich hier nicht Deposit, Ignitz und Components? Dürfte doch an sich schon geklappt haben, ne? Na, die Flaschen kann er nicht rausholen, das ist auch in Ordnung. So, fertig, Meister. Ja, würde ich sagen, fliegt auch gleich besser. Kommst du wieder mit deinem LKW mit, Dodger? Man da umladen kann oder eigentlich hier Moment. Geht, hier geht ja eine Menge. Ich will zumindest das letzte Feuer hier löschen. Oh, mach das. Also vom Prinzip her dürft ihr ja nichts mehr auf uns schießen, ne? Von der Theorie. Wie sieht die Praxis aus? Waren die Scout-Posts nicht die Dinger, die explodieren? Nee. Zack. Guten Tag. Wir sind von der Müllabfuhr. Sie wurden als Abfall deklariert. Oh Gott, die Star Citizen sind jetzt mittlerweile hässlich aus. Ach, sag doch sowas nicht, Leia. Wenn Star Citizen, ich sag mal, noch auf dem Stand von vor 10 Jahren, 10-jähriges, ne, hatte Space Engineers wäre. Dann sähe das bestimmt auch noch so aus. Und man könnte dann eigene Schiffe konstruieren. Das wäre nicht ganz schlecht. Upp. So.
Das ist wie mit den Hunden. Wir müssen unsere Dominanz hier präsentieren. Behaupte ich zumindest. So. Zack. Wir haben 6 Happy Meals bestellt. Wir wollten endlich mal wieder glücklich sein. Und? Hat geklappt? Jetzt bin ich ja gespannt. Nee, aber fett werden wir jetzt. Ja, immerhin. Kann doch auch schön sein. Und kotzübel war uns auch. Ja, das glaube ich dir sofort. Will er nicht mehr einschnüffeln. Warum auch immer. Inventory full, aber hier doch nicht, oder doch? Nö. Ist ja. Mensch. Nehmen wir das Eis hier auch mit? Ja, ne? So ein 10k. Ja, nimm an. Sehr schön. Kotzübel von 6 Happy Meals. Na, Leia, da muss aber. So viel ist da gar nicht drin. Da ist doch immer nur ein Burger oder sowas, ne? Eine kleine Pommes. Glaube ich. Also, ich habe sehr lange kein Happy Meal mehr gegessen, muss ich dir gestehen. Oh, auf zum nächsten Paar. Miau. Aber viel zu viele Apfelspeisen. Ah, geil. So viele Vitamine verträgt mein Körper nicht. Ich glaube dir. Ich glaube dir. Ah, geil. Viel zu viele Apfelspalten. Ach, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Imba Jetpack Inhabitation Field. Sind alle Waffen weg? Also aktuell schießt zumindest nichts auf mich. Lach nicht, letzte Mal, wo ich mich gesund ernährt hatte, also eine Mandarine, hatte ich Corona. Oh je. Das ist aber auch ganz schön übertrieben mit der Mandarine, findest du nicht? Ja! Hoppala. Wieso schießen die? Vielleicht sind die noch auf Signal oder auf Strom eingestellt. Ich gehe schon weg. Dann schalte einfach die Waffen aus. Es Zauber. Das war ein Volltreffer. Tut mir leid, das war jetzt nicht beabsichtigt. Ja. Gut, ich flieg heim. Was, hi, Mango. Was hab ich denn getroffen? Sehr viele Triebwerke und einmal durch die Grinder durchgeballert. Leid. Ja, alles bestens, Dodger. Vielleicht einfach nur einen Knopf belegen, wo du alle Waffen ausschaltest. Ich meine, das hätten wir schon häufiger als Idee geäußert. Ja. Ist ab morgen Abend was geplant? Boah. Ich habe sogar sehr viele Pläne, Mango.
Planlos geht der planlos, so sieht's aus. Da war mein Fehler. Speichern. Die wären, morgen Abend sind wir zum Essen eingeladen. Supi, ja, geht so. Ja, die Waffen, die ich wieder aufgebaut hatte, die waren auch nicht wieder mit drin in der Gruppe. Ein Klassiker. Na komm. So. Klack. Ist noch working? Ja, kann er ja auch gar nicht. Der hat ja gar keinen Anschluss mehr. Aber das Zusammenhalten hier scheint schon mal gar nicht schlecht zu sein. Ich sehe schon, die Bilder kommen von Foodporn. Boah, kann ich dir nicht sagen, ob da welche kommen. Wir werden es sehen. Stütze will lieber Farming. Ja, das dachte ich mir. Du willst immer nur Farming, Mango. Aber es tut mir leid. Wie gesagt, das ist aktuell bei uns dezent in den Hintergrund gerückt. Das ist halt so ein bisschen... haben vielleicht etwas viel gefahren. So, dann brauche ich diesen hier, nicht wahr? Aber die sind verdreht. Ne, die werden die Dinger wohl auch da haben. Ja. Werden die ja müssen. Er fliegt lieber durch Raumschiffschrott, ja, so in etwa. Das hast du sehr, sehr schön ausgedrückt, Zara. Nein, ich habe in letzter Zeit auch schon wieder häufiger über Farming nachgedacht. So ist nicht, aber halt. Ja, ihr wisst ja, was alles so auf dem Programm steht. Das ist aktuell alles etwas viel. Jetzt ärgere ich mich noch mit dem Stromanbieter rum. Was heißt, ich ärgere mich rum? Das ist halt wieder eine Frechheit, ne? Du guckst in die Vergleichsportale, da hast du dann Preis XY, denkst du dir, okay, setze ich mich morgen dran, guckst einen Tag später, hast schon wieder ganz andere Preise. Und Überraschung, nichts hat sich zum Guten geändert, also glaubt man nicht, dass die dann weniger sind. Das ist langsam fast schon in Richtung deprimierend, also... Hallo Valen, schön, dass du auch dabei bist. Und oft frage ich mich dann halt auch so, wie soll das denn überhaupt noch funktionieren? Aber naja, und so ist es halt, ne? Huch. Hier ist auch einiges im Argen. Na nö. Hier einen Antreffer einkassiert? Nö. Container geht es allen soweit ganz gut. Sollte man ab und zu auch mal überprüfen, denn die Container sind tatsächlich so ein bisschen sensibelchen. Obwohl wir haben ja versucht, möglichst alles so ein bisschen noch zu schützen. Ne? Ja, Möglichkeit im Rahmen, aber... Ja. Will lieber Farming, hast du dich denn schon zu der Map geäußert? Die ich da zuletzt mal reingepackt habe, beziehungsweise hat schon mal einer gesagt, die ist gut oder die ist nicht gut. Nee, ne? Immer noch nicht. Ja, ja. Warum können die zwei Komponenten nicht übertragen werden? Die hier, ja, das ist okay, weil da ein Sorter vor ist, deswegen geht's nicht. Seht ihr, hier passen sie rein. So. Zack. So. So, du bist noch da die Basis am Zerlegen, Dodger? Ich bin gerade noch hier bei der Basis, ja. Ups. Ja,
alles bestens. Dann komme ich auch wieder. Ja, alles repariert. Ging besser wie gedacht. Quietsch. Und warst du schon mal drin? Ist wirklich alles ausgeschaltet? Ich versuche mir gerade einen Zugang zu legen, weil Jetpack ist ja nicht aktiv. Soll ich hier irgendwas wegsäbeln? Dann hättest du Bauteile. Alles gut. Es geht doch nichts über gepflegte Gesellschaft. Ja, du hast recht, Sarah. Bei solchen Videos, da kriegt man schon wieder Lust drauf, ne? So ist nicht. Aber immer wenn wir auch fragen auf unserem Discord-Server, wer hätte denn mal von euch Lust, nochmal an so einem Farming-Server teilzunehmen, ist die Resonanz nicht so groß. Wir ja doch immer wieder feststellen. Achtung. Achtung, hier fällt gleich was runter. Ich bin relativ sicher. Gut. Hier hinten wäre übrigens eine Treppe. Nur damit du Bescheid weißt. Bin halt nur sporadisch mitspielbereit. Ja, ist ja nicht schlimm, Zara. Man kann sich ja trotzdem dazu äußern und schreiben, sporadisch, ja. Guck, jetzt der Mango schon sogar wieder weg. Jetzt erzähle ich hier von einem Farming-Server und der Mango ist nicht mehr da. Ja. Schön hier Stück für Stück abbauen. Rums. Achtung, könnt jetzt wieder links und rechts was runterfallen. Was soll das dann hier? Warum titscht er mich denn hier weg? Hä? Da scheint einfach eine ganze Reihe bei mir weg explodiert. Was ist denn das jetzt? Eine ganze Reihe hier im Argen. Hier qualmt es auch wieder. Ja, komm mal her. Du Heilige. Ich hab nicht geschossen. Das sagen sie alle. Was ist denn hier wieder passiert? Gucken, vielleicht habe ich ja Glück und habe die Teile alle dabei. Scheint gut zu sein. Dann muss ich aber jetzt da wieder alle ersetzen, ne? Na, Glück gehabt. Weit in die Luft geflogen war, wir haben es nicht gemerkt. So. Wieso sind die unvollständig? So.
Was war unvollständig? Sorry. Von meinen Raketen, die KI-Teile. Bestimmt fehlten dir auch sowas wie hier die Erdscanner-Sensoren oder sowas. Die brauchen nämlich so ganz interessante, lustige Teile. Zack. Wäre ja eigentlich wieder hier die Aufgabe vom Hasso, ne? Hasso, wo bist du? Du sagst da immer so schön, du gehst mit Besen hier überall nochmal lang. So. Oh, guck mal hier, zwei Raffinerien. Eieieiei. Und sie sind weg. Hast du wegschnabuliert? Ja, sicher. Alles rein hier in meinen kleinen Vielfraß. Ja. Vielleicht gleich mal noch die anderen Triebwerke mitzünden, ne? Da ist ein Transportkurier in 1,8 Kilometer. Muss man sich darüber Sorgen machen? Nö, wa? Wir machen hier nichts, das war schon vorher kaputt. Das waren wir nicht. Upp. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Nichts passiert. Gott sei Dank. Stell dir das mal vor, wenn dir da so ein Trümmer um den Kopf fällt. Tut bestimmt weh. Ich hinterlasse auf jeden Fall sehr viele Einzelteile, sehe ich gerade. Da sehe ich noch so ein paar Stahlplatten, da ein bisschen hiervon, da ein bisschen davon. Aber er dürfte noch nicht voll sein. Scheint auch noch nicht zu sein, sonst würde ich hier den ganzen anderen Kram auch liegen lassen. Puh, es wird nicht von Schweißarbeiten geredet. Sarah, immer, weißt du doch. Schweißarbeiten haben wir hier immer. Wenn du irgendwas brauchst, ne, wie gesagt, O2-Generatoren habe ich inzwischen auch an der Seite. Kannst du Flaschen alles voll machen. Du. Ach, du hast ja dein ganzes Gerät dabei. Ja, hab nichts gesagt. Bin gerade gestorben, also. Huch. Ja. Mit Vollspeed gegen eine Eiskante. Ah, bezüglich Toleranz. Komm, weg damit. Da. Wunderbar. Ich bin mal ausladen. Ich glaube, für das andere brauchen wir den Platz, ne? Vermutlich. Mach das. Miau. Mein läuft gleich flüssiger, jetzt wo der Kramer weg ist hier. Ja, kannst du gleich mal mit einer Admin-Tour unter die Eisoberfläche schauen. Ja, ich denke auch. Das wird wohl nötig sein. Mit Vollspeed gegen eine Eiskante. Die Geschichte wiederholt sich. Oh. Ich glaube, bei der Titanic war was schlimmer. Machen wir denn mit der Metzgerplatte? Säbeln wir die auch kurz und klein? Oder fixen wir die? Ich würde sagen, die fixen wir. Ja. Ach, jetzt weiß ich, was mir fehlen. Sensorkomponenten. Das sag ich doch.
Rip. Okay. So, dann ready. Und wieder ins Inventar. Komponenten. Alles rüber. Schon wieder zwei Stück. Was hat er diesmal? Was hat er diesmal gefressen? Traurig. Ah, hier die 1B. Aha. Und was noch? 1, 6. Dann hat die 2 vermutlich. Geht doch, geht doch. Gute, moin moin und hallo. Endlich wieder was geschaltet. Hallo Sharkun, schön, dass du da bist. Ich finde das andere jetzt auch nicht so schlecht. Alles gut? Besser? Ja? Na siehst du. Ich finde das andere jetzt auch nicht so schlecht, Sharkun. Hm? Kann ich für dich tun? Miau. Oh, na, haben wir uns wieder verbrannt? Nein. Mach dir keine Wärmflasche mehr. Wieso ist doch nichts verbrannt? Verbrennst dich ständig. Nein. Doch. Miau. Ein Seelenverwandter. Wie steht ihr beide denn so zu Farming Simulator? Sag doch mal. Guck mal, jetzt kann ich das machen, was der Nudel in Star Citizen immer bei mir macht. Miau. Tja, Dodger, sind jetzt hier drüben auch alle Waffen weg oder nicht? Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Gerade gar nicht, ob ich es herausfinden möchte. Oh. Ah. Ich habe nicht mal mehr ein Signal von der Bude. Sagen wir so, eine Einzelperson zuschauen, nee. Hä? Spiel an sich nicht schlecht, aber mich nervt, dass man dauernd neu holen muss wegen den Triggern? Hä? Aber so ein Team? Wie meinst du, dass man dauernd neu holen muss? Verstehe ich nicht. Ich glaube, es sind keine Waffen mehr da. Vielleicht ein bisschen. Ein bisschen? Bisschen, ganz bisschen. Ich? Ja. Kommt doch jedes Jahr neu raus wegen neuen Traktoren. Ja, gut. Also, vielleicht nur zur Erklärung, es kommt alle 2 Jahre ein neuer Teil raus. Das ist nicht unbedingt wegen neuen Maschinen. Aber das ist auch wurscht, ich weiß jetzt, was du meinst. Aber wie erwähnt, Mango ist eh schon wieder weg, also sich das eigentlich eh schon erledigt. Haben wir auf jeden Fall, würde ich sagen, auch ganz gut zerlegt hier, die Kollegen. Also sie haben zwar auch die Metzgerplatte echt, also wirklich fies getroffen, würde aber dennoch behaupten, so im Gesamten waren wir doch die Stärkeren. Doch, das kann man, denke ich, ruhig so sagen. Also wenn ich mir das Teil hier so angucke, komplette Station, waren wir doch schon sehr erfolgreich. Weiß nicht, wie weit du von Berlin weg bist, aber da wären gerade sehr viele Traktoren. Ja, ich hörte davon. Ich bin sehr weit weg.
Im 17er oder 19er habe ich auch bei einem Streamer mitgespielt. Als ich ganz neu auf die Map kam, habe ich erstmal 8 Stunden lang das größte Feld von A bis Z neu bestellt. Na siehste. Klingt doch schon mal nicht schlecht. Oh. Hopp. Mit wie vielen spielt ihr den LS? Ja, aktuell mit gar keinem Bärchen. Aktuell mit gar keinem. Ich glaube, das Spiel haben aber. Dodger, du hast das auch, ne? Ja. Dodger, der Zaraizani, Michel, Toto. Und Nudel meine ich sogar auch. Also an sich, ich sag jetzt mal, die Stammbelegschaft ist auf jeden Fall wieder da. A Reaver Slayer has detected a potential target. Ich glaube, der fliegt voll auf mich zu oder auf deine Karre. Bist du an deinem Wagen? Ja. Dann pass auf, wie gesagt, da kommt ein Slayer. Ich weiß aber nicht, was er als Target nimmt. Vielleicht bist du es, vielleicht bin ich es. Vielleicht fliegt er ganz woanders hin. Fliegt er zu unserer Base? Nee. Wo ist er denn? Da oben 2,54 Kilometer. Da. Entfernt sich. Vielleicht war da ja noch irgendein Imba, ne? Das weiß ich ja nicht. Für welches Spiel wollt ihr LS denn auswechseln oder zusätzlich? Wir haben eigentlich schon immer ab und zu LS gespielt, nur teilweise haben wir halt einfach die Lust daran verloren, weil die Maps nicht wirklich toll waren oder weil sie es uns verkompliziert haben. Dann haben wir ja dieses LS Mining haben wir ja angefangen. Das ist an sich auch eine coole Geschichte. Jetzt kommt er näher. Boah, und zwar mit... Alter, ist der schnell. Dann haben wir dieses LS Mining angefangen, was an sich eine coole Geschichte ist. Nur läuft das nicht auf einem Server. Bedeutet also, es muss immer einer im Prinzip halt den Server... Ne? Also es muss immer ein Rechner muss das Spiel laden, was halt auch nicht immer cool ist. Gerade halt, wenn man alle versucht... Komm auf dich! Echt? Ach du Heilige, jo. Alter! Lass mich in Ruhe, ich bin Transporter! Ich komme zu dir geflogen, zu deiner Karre. Ja. Ich habe da übrigens ein Arschloch dabei. Entschuldigung, den Ausdruck. Das klingt nach einer Sache, die ich mag. Boah, alter Schwede. Was habe ich ihm getan? Jawohl. Na, wie schmeckt dir das? Ja, los. Don't mess with Kumpel Dodger, Junge. Bam, so sieht's aus. Du Saftsack. Haha. In your face, so sieht's aus. Boah. Aua. Ja.
Sagt man nicht, der Feind meiner Feinde ist mein Freund? Was stimmte denn mit dem nicht? Was hat er mir jetzt weggeschossen? Tatsächlich nur eine Solarplatte? Da vorne qualmt ein bisschen was. Oh, es geht wieder los. Gesundheit! Gesundheit! Schatz, mach bitte den Stream an, dann könnt ihr wenigstens auch alle Gesundheit wünschen. False Flag Mission. Ja, also er geht ja gar nicht hier. Abend. Hi Michel. Hallo. Sehr schön, sie macht wirklich den Stream an. Ich höre mich aus dem Schlafzimmer rufen. Na, kommst du Space Engineers suchten? Ja, müsste gleich bei euch einmal ruckeln. Hervorragend. Wir freuen uns total auf das Ruckeln. Einmal hier Raketenwerfer wegschnitzeln. Ne? Oh, macht er das nicht? Macht er doch, siehst du? Ah, Player Connected, Michels. Oh, Michel, wie ist es dir? Gut. Ja. Haben wir heute eine gute Nachricht gekriegt. Ja, warte. Auto ist überm TÜV. Sehr schön. Der Bus von meiner Schwester. Sehr gut. Na, siehst du. Geht ja doch langsam voran, wa? Ja, etwas. Ah, das war Artillerie, was die hier dran hatten. Deswegen hat das so dermaßen wehgetan. Oh, 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 oh. Da müssen sie auch Artillerie-Munition drin haben. Keine Ahnung, ich schnipsel einfach alles weg, weißt du doch. Gesundheit! Gesundheit! Ja, Gesundheit! Wir brauchen das wirklich als Sound. Ja, ja, die gute. Ja, er gefüllt der Pappen dafür im Chat. Ach, herrlich. Du provozierst so einen Quark. Das trau ich mich ja gar nicht. Liebste. Sowas mache ich nicht. Ich bin nett. Ihr provoziert. Da kann ich nichts gegen machen. Rums, nächste Waffe. Tschüss. Was dann? Wir wollen doch noch alle das Beste für euch. Ist einfach so. Ist einfach so. Okay, vorbei. Ja, Grinder 5 is not working. Was ist denn da schon wieder los? Mr. Grinder 5, so geht das nicht. Haben wir Ersatzteile schon alle dabei? Haben wir. Und der Kollege hat auch Schäden. So, kontrollieren wir nochmal fix die Rückseite. Die ist ja an sich am sensibelsten. Scheint aber gut zu sein alles, ne? So. Scheint alles zu halten. Was wir hier gewurstelt haben. Darf ich mal kurz bei dir im Inventar schauen vom Schiff? Klar. Eine Frage. Ui, hier haben wir ganz schön meine Halterung weggepackt, der Penner. So, auch wieder heile. Tatsächlich, Triebwerke haben scheinbar nichts abgekriegt. Ein Container scheint auch soweit gut zu gehen. Oh ja, ich nochmal richtig Glück gehabt, wa?
Solarplatte ist halt kaputt. Wenn ich Glück habe, haben wir aber nur einen. Kommunikationselemente hast du nicht dran, schade. Ja, das kann sein. Ja. Hier liegen noch Reste vom Reaver. Ja, mal weg. Hier an der Basis? Ja. Huch, ist der hier reingeklatscht? Nee. Oder wahrscheinlich ein anderer. Ja, das denke ich auch. Denke ich auch, ja. Oh, hier riecht es nach Feuer. Das erinnert mich an was. Ich sollte mal nach dem Ofen gucken. Mache ich auch mal kurz. Habe ich schon die ganzen Trinken? Oh, das klingt interessant. Ja, mein Panzer hat ja was abbekommen. Ja, die Dinger sind auf jeden Fall, also die Reavers, die sind verdammt schnell. Die sind richtig schnell mit dem, was die da haben. Und die sind immer sehr, sehr wendig und haben grundsätzlich irgendwie gefühlt nur Bewaffnung. Oh, hier fällt auf jeden Fall auch eine Menge zu Boden. Ich glaube aber, das meiste davon ist wirklich Schrott. Huch, da ist bei mir wieder irgendwas explodiert. Vorsicht, ich drehe. Oh, ich habe einen Riesenruckler. Oh, hier ist bei mir ganz schön kräftig. Ach du meine Güte. Kann das sein, dass sie irgendwie Bomben oder sowas da drin haben? Ja, ne? Das wir haben, ja. Ja, dann habe ich, glaube ich, gerade eine erwischt. Ah, ich bin mal wieder an der Basis. Naja, kommt mir ja an sich gelegen mit dem Holz nachlegen. Jetzt schreibe ich erstmal den Mango. Weißt du, wir philosophieren hier über Farming Simulator und du bist nicht da. Du würdest auch Farming spielen, ne, Michael? Können wir gerne mal machen, ja. So, dann haben wir Medieval Dynasty. Oh mein Gott, ich muss langsam wirklich Listen spielen. Wirklich Listen schreiben. Ich hatte mir ja auch dieses Jahr mal wieder vorgenommen, Red Dead Redemption fertig zu machen. Ich glaube, das können wir wieder abhaken. Dieses Jahr? Ja. Dieses Jahr wird das bestimmt nichts mehr. Wieso? Ich habe theoretisch noch ein paar Tage 24/7 Zeit. Aber wenn du die Nächte durchmachen willst. Siehst du? Sarah schreibt auch, ist doch noch Zeit übrig. So, Dele. Jetzt, Sarah, dein Schweißwagen steht noch hier. Der hat zwar leider einiges abgekriegt beim letzten Angriff, aber er wartet auf dich, sehnsüchtig. Er meinte, ihr wolltet weiterarbeiten, obwohl ich glaube, der Boden war sogar fertig, ne? Boden ist fertig. Muss der Zara umbauen für die Decke. Hilft ja nix. Ich bin ja vielleicht nicht beim Hangar dabei. Stimmt, du warst auch noch dran, ne? Wir wollten doch nur den Boden machen, ja, aber... Weißt du, Zara, wir hatten noch so viel Material übrig. Klack. Guck, und wir sammeln hier so viel noch von den Gegnern ein, was die uns einfach so schenken, das ganze Material. Klatsch. Oh, ist fast voll hier. Müssen wir in Komponenten 2 gehen. 7 Sachen. Ah, hier schon wieder DN. Müsste aber doch eigentlich rüberkriegen können. PN. Rekoch 2A. Achso, das ist, weil die kaputt sind. Ja, macht doch Sinn. Deswegen kriegt ihr die Dinger da nicht raus. Ne? Oh, Munition. Haben wir hier eine ganze Menge. Base Cash. Raketen, wieder Artillerie-Munition. Rest müssen wir reparieren.
Ich gehe aber einmal fix, wie gesagt, den Ofen nachlegen, ihr Lieben. Bin sofort wieder da. Bis gleich. Ihr könnt ja in der Zeit, wie gesagt, den Chat unterhalten. Das macht mich jedoch gerne. Ich unterhalten? Sowas kann ich gar nicht. Also, ich habe da was anderes gehört. Was hast du denn da schon wieder gehört? Dass du voll der Entertainer bist. Ja, klar. Das ist mir aber neu. Gerade ich, der am wenigsten quatscht. Was soll ich denn sagen? Ich quatsche auch nicht viel. Leider fällt mir da auch der zweite Monitor. Ich kann leider den Chat auch nicht lesen. Wie? Du hast nur einen Monitor? Ja. Mehr macht mein PC momentan nicht mit. Okay. Was sollen wir denn zerstören mit, ne? Schütze zerstören? Nee. Nee, das mache ich nicht. Wieso denn jetzt Buh? Das hat schon seine Gründe. Ihr könnt etwas zerstören, das wäre sehr unterhaltsam. Ah, okay. Da sind die inneren Gedanken am Wert. Weil du Schütze nicht zerstörst, alles ausreden. Ja. Ich muss mir mal gerade Notizen machen. Ach, vielleicht kann der Dodger das auch notieren. Mittner bekommt keine Wärmflasche mehr. So. Thema erledigt. Muss die Mittner sich halt beim nächsten Mal selbst um sich kümmern. Schafft sie aber schon. So. Ach ja. Das sind unfaire Mittel, mit denen du kämpfst. Findest du? Wenn ich nicht da bin, möchtest du, dass die Leute mich zerstören und ich kämpfe mit unfairen Mitteln? Aha. Nee, Doktor. Nee. Ich notiere es mir einfach selber. Ist nicht schlimm. Ich hab's aber so verstanden. Tut mir leid. Ja. Das ist unfair. Gar nichts ist hier unfair. Wir reden nochmal, wenn du eine Männergrippe hast. Ja. Dann werden wir sehen, wer in der Ecke verreckt.
Du meinst die tödlichen Krankheiten, bei denen du immer sagst, stell dich nicht so an? Tödliche Krankheiten? Ja. Hier riecht nach Feuer. Ja. Haben wir ja auch gemacht. Ja, ich hätte die Luft noch nicht zudrehen sollen. Ein verkohltes Stück Holz, das nicht angegangen ist. Oh, bringst du mir meine Wärmflasche zurück? Meine Wärmflasche? Ja. Die hat mein Mann genommen. Genieß sie, wird die letzte sein. Geh weg, lass mein Headset in Ruhe. Klau mir nicht wieder meine Kill jetzt. Hör auf! Der Chat ist Zeuge. Das ist nicht die letzte. Ah. Ansonsten gucken wir mal, was für dich das letzte Mal war. Hey. Ja. Ja. Das Blatt können wir auch umdrehen. Ich bin voll nett, okay? Wo? Überall. Wo? Ja. Zeig's mir. Siehe Wärmflasche. Welche Wärmflasche? Ja. Die du gerade hinter deinen Rücken versteckst. Ich hab keinen Rücken. Nee, du hast keinen Rücken? Okay. Kann sie noch stehen? Ja, ich bin auch etwas überrascht. Necken wir was? Ja? Necken. Mit Heizwesten? Was? Heizwesten? Ja, ja, aber gibt die es. Vom Bauch. Es gibt auch welche für den Bauch. Necken wir was? Ja, ich nicht. Warum nicht? Weil ich 12 Stücke Kuchen gegessen habe und 2 Teller Suppe. Das ist aber viel. Ja, das ist wirklich sehr viel. Ich fühlte mich auch zwischendurch wirklich, also als hätte ich dezent Probleme, ein Ende zu finden. Warum? Weiß nicht. Hat so gut geschmeckt? Geht, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, da ist noch Luft. Ob ich nicht so richtig satt werde, ob mein Sättigungsgefühl kaputt ist? Meinst du nicht? Nee, dass ich mich nie daran erinnere, dass ich das nicht so mehr sah. Ist in Ordnung, Justus. Klingt in Ordnung, Justus. Klingt ja so gut. So eine Wärmflasche mit Eiswürfeln gefüllt wird auch irgendwann. Überliest du die Elektrofliegenklatsche mit Absicht? Welche Elektrofliegenklatsche? Lest da nichts mit Elektrofliegenklatsche. Ne? Nö. Ich finde das schön, dass du selbst dann am Grinsen bist, ne? Du wärst wirklich der perfekte Lügner, ne? Findest du? Ja. Okay. Das ist nett. Wenigstens du glaubst an mich. Wenn du einen Mord begehen würdest, ne? Haben sie Person XY durch, umgebracht? Nein. Sei nicht so. So wärst du aber. Ich will einfach gar keinen umbringen. Wie wär's damit? Warum nicht? Warum sollte ich das tun? Aus Gründen. Nein. Soll ich dich in Ruhe lassen? Nö, musst du nicht. Ich weiter hier bleiben. Jetzt trink mir nicht wieder mein Trinken weg, sonst holst du Neues. Doch, du kannst. Du hast aber gerade gesagt, sie darf da bleiben. Ja. Dann musst du dich nicht wundern, dass sie auch das Trinken wegtrinkt. Doch, muss ich, Dodger. Nein. Was machst du? Ich hoffe, du holst mir auch eine neue. Nein, du hast da Wasser stehen. Lass mich deine Wange küssen. Nö. Du hast da Wasser stehen. Das kannst du küssen. Das ist deine Aussage. Sonst nehme ich dieses, du hast das da Wasser stehen, jetzt in jeglicher Situation unseres Lebens. War toll. Ich habe manchmal das Gefühl, du kämpfst etwas unfair. Ich? Ja. Nein, ich bin voll fair. Ja, genau. Ich bin von Fairigkeit gar nicht ne, okay. Abzuschlagen. Ja, das, was du sagst. Boah. Was denn? Oh, ja. Ja? Ja? Mhm. Ja.
So, haben wir das mal wieder repariert. Sehr schön. Müssen wir uns jetzt noch um die Basis kümmern oder soll ich mal im Admin-Tool durchfliegen? Ich bin noch mitten dabei, also... Oh, da kennt mich jemand nicht. Es lässt bitte Mittel trinken, die Schütze ist zu freundlich. Um wen zu killen, genau. Ist einfach so. Ich sehe das eh nicht. Im Moment, Cycle Object, ne? Nee. Admin Tool? Nee. Ja, das ist nix. Wo muss ich denn hin? Entire List, da ist es doch. Aquilas 3 Corvette, okay, die ist noch da. Defense Installation, die ist noch da. Docking Station, da seid ihr gerade dran. Fortress Tower. Der sieht irgendwie defekt aus, der Monarch Transport. Ja, der liegt hier. Distance from Center, Distance from Player, 5 Kilometer, interessant. Processing Outpost, okay, da ist nicht mehr viel von übrig. Remove. Ore Processing Outpost, der auch. Scouting Outpost, da ist auch nicht mehr viel von übrig. Player. Borklotz, Sarazanis Rache, Basis. Unter Corvette. Shuttle Beacon. Das sind wieder wir. Das sind, glaube ich, auch wir. Das kann weg. Yay, ein neues Getränk. Danke. Immer wieder gerne. Nicht. So, Small Grid. Klatsch. Oh, da brennt noch was. Remove. So, wieder remove. Oh, hier ist scheinbar eine Menge. Ah, jetzt müssen wir hier bestimmt den zerlederten Stück für Stück wegbauen. Oh je. Oh, hier scheint aber noch eine Menge zu sein, du. Ein PCU und Schütze? Hm. Propeller. Ah, Static Grid. Jetzt seid ihr gerade dran, ja gut, aber das Ding ist halt im Boden, ne? Also. Lüpp.
So, damit dürften wir an sich doch alles haben. So. Ich denke auch. Ich hoffe, es ist jetzt was angenehmer. Oh. So, sehr schön. Haben wir das auch erledigt? Haben wir mal ein bisschen aufgeräumt hier. Assessing Outpost da hinten. Da glaube ich, liegt tatsächlich auch noch so ein Ding. Ja gut, mit ihm können wir jetzt hier eher schlecht hinfliegen, ne? Müssten wir mal reparieren. Da bräuchten wir sehr viele Teile. Ich weiß echt noch nicht, ob ich Lust habe, mir das anzutun, ne? Ich meine, die Metka-Platte ist schön, so ist nicht. Die hat auch gute Arbeit geleistet, finde ich, aber... Boah. Ah, weißt du? Ah, so. Huch. Aha, ich wollte gerade sagen, hier stimmt da was nicht. Vielleicht sollten wir die Bahnstrecke noch etwas erweitern. Hier vorne hin oder so. Doch eigentlich eine ganz coole Nummer, ne? Und dann so wusch. Ja, mal rüber. Oder wir konstruieren langsam mal einen Zug. Hm, genau. Wollen wir das eigentlich versuchen mit der Bahnstrecke, die ins All geht, oder eher nicht? Weiß ich nicht. Oh. Ist halt eigentlich ziemlich dämlich, ne? Aber auch witzig. Also, glaube ich. Ich denke, das wäre auch lustig. So, jetzt müssen wir mal gerade hier... So, entschuldigt, einmal kurz noch eine Nachricht schreiben. Light Transport Drop. Wir könnten ja noch mit unserem Transporter dahin, ne? Aber ich hätte tatsächlich Lust, den umzudrehen und hier noch ein bisschen weiter zu buddeln, so einfach aus Prinzip. So, an sich, die Strecke ist noch etwas kurz, ne? Ja, eine Bahnstrecke ins All wäre irgendwie witzig. Ich meine, ich wüsste nicht, was wir damit sollten. Ja, wir könnten halt große Teile damit transportieren, ne? Das ist es halt. Wir könnten halt theoretisch echt so eine Bahnstrecke hier anfangen, die dann durchziehen und die könnte dann bis ins All gehen. Dann könnten wir riesengroße Sachen ins All transportieren. Einfach auf dem Rücken der Bahn. Das wäre schon irgendwie witzig, oder nicht? Leittransport, das geht ja noch. Willst du die Bahn geradeaus durchmachen oder wie? Ja, dadurch, dass der Planet rund ist, ist man halt irgendwann landet man automatisch im All, ob man will oder nicht. Ob du nur hier bist oder ob nicht. Verstehst du? Ja.
Hatten wir, ach, hier unten hatten wir die Bremstriebwerke eingebaut. Genau, gar nicht schlecht, gar nicht schlechter. Also das Ding ist wirklich gut geworden. Hatte ich am Anfang tatsächlich nicht gedacht, aber doch. Der läuft richtig. Haben wir hiervon schon einen neuen Screenshot gezogen? Hoffentlich. Hoffentlich haben wir das getan. Wovon? Von meinem Bodenkehrer. Ich wollte eigentlich gerade mal losfliegen hier zum nächsten und dann noch mehr Unheil stiften, aber ich sag mal so, das Wetter ist gerade eher etwas bescheiden zum Fliegen. Kommen aber da mal wieder hier zu eurer oder zu der Basis da. Wenn da noch was zum Abbauen ist. Ja. Ja. So schnell bin ich nicht. Hätte ja sein können. Man sieht halt gerade so schlecht. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ich kann sie nicht verstehen. Ach genau, den Mango wollte ich auch noch schreiben. So. Hast du auch schon mal ein fliegendes Flugapparat und auch von mir aus draußen schon die Verbindung weggenommen zum Hangar? Okay. Weil die neue ist auch gleich fertig. Perfekt. Im Tunnel. Wo hast du die gebaut? Hinten. Nee, wie hinten? Noch bei. Und unter der Schiene oder seitlich an der Schiene? Nee, seitlich der Schiene. Na, warte, lass mich das einmal sehen. Ich hatte da so eine. Ach, wird schon. Ja. Ja, mach ich gleich. Ich guck mal, dass ich hier nochmal zum Dodger finde. Ich hoffe, ich fliege nicht irgendwo gegen. Ich sehe nicht ganz so gut, aber wird schon irgendwie. Auch noch einen schönen Screenshot gemacht, ne? Für die Folge. Ach, siehst du, ich wollte heute Videos hochladen. Ah, verdammt. Wieder nicht. Mein Gott, ich habe noch so viel auf dem Zettel. Dieses reale Leben, ne, das kostet eine Zeit. Leute, das ist schrecklich. Also überlegt euch das. Ehrlich. Man kommt zu nichts mehr. Aktuelle Abstimmung. Soll Schütze die Metzgerplatte reparieren? Da bin ich jetzt mal gespannt. Und was hat man für Antwortmöglichkeiten? Ja, ja. Boah, toll. Ich habe manchmal das Gefühl, eure Abstimmungen sind so ein bisschen... wie soll ich das sagen? Merkwürdig. Nicht ganz. Fällt mir gerade nicht so ein, aber. Ich verstehe die Frage nicht. Ich merke das schon. Nett. Real Life ist eine Bitch. Wenn du fertig mit Hochladen bist, kannst du gerne bei mir aufräumen, ja? Das Problem ist, Scharkunst, ich muss hier selber noch aufräumen, denn die Bank kommt bald gucken. Die möchte natürlich auch sehen, was die uns hier finanziert haben. Da muss ich ein bisschen was vorzeigen. Dann wollte ich eigentlich noch mit dem Toto den Dachboden fertig machen, damit ich mal ein bisschen Kram aus dem Keller auf den Dachboden schmeißen kann. Am Dachboden sind aber auch noch jede Menge Säcke mit so alten Böden und sowas, die wir halt da oben rausgekramt haben. Also die hatten da sehr viel alten Teppich und sowas verlegt. Das haben wir jetzt alles rausgerissen. Das muss dann auch noch weg. Wenn ich es jetzt ganz korrekt machen würde, dann müsste ich das auch noch dieses Jahr einmal wegbringen mit dem Anhänger. Das ist auch eine Vollkatastrophe. Ich wollte ja noch ein paar PC-Komponenten austauschen. Da müsste ich mich auch noch drum kümmern. Dann wollte ich auch noch mit meinem Auto zum TÜV. Also, ich wollte bei dem anderen Auto noch Reifen wechseln. Ich wollte aber auch noch Videos hochladen, dass ihr wenigstens auch über Weihnachten was zu tun habt. Ja, wer hätte das nur gedacht? Dann wollte ich, wie gesagt, noch Videos hochladen, dass ihr auch über Weihnachten was zu gucken habt. Denn ich glaube nicht, dass ich das schaffe, da zu streamen. Möchte ich vielleicht auch gar nicht. Denn oft sind wir halt an Heiligabend bis in die Nacht und auch am ersten Weihnachtsfeiertag unterwegs. Das sind alles so diese Sachen. Ihr kennt das vielleicht.
Aber man will ja auch alles schaffen, ne? Das kommt halt auch dabei. Also, das ist ja nicht so, dass das ein Muss, sondern man will, dass wir auch irgendwie alles schaffen. Also ich zumindest. Ich mach das ja gerne, so ist nicht. Ist halt nur doch alles tatsächlich etwas viel Aufwand. So. Ah, ich glaube, das gibt wieder ein paar Stahlplatten für uns. Ah, ich habe so im Gefühl, es gibt Stahlplatten. Aber die können wir auch gebrauchen. Wie ihr wisst, Stahlplatten kann man immer gebrauchen. Davon gibt es am meisten, davon brauchen wir am meisten. Spätestens wenn der Zarezani die ganze Decke schweißt. Das ist also. Uiuiuiui. Ein ganz schöner Aufwand. Also tolles Gerät, ehrlich. Ich bin immer noch sehr zufrieden mit dem, was wir hier gebastelt haben. Funktioniert ziemlich gut, ne? Dieses Traktorsystem mit, du hast ein Trägergerät und baust da ganz viel Krempel dran, das sollte man vielleicht wirklich mal beibehalten, unter Umständen sogar noch etwas optimieren. Das wäre ja machbar, ne? Wäre halt vor allem auch im Small Grid machbar, dass man hier riesige Sachen mitmachen kann. Also doch, ich fühle das. Sagt man doch so schön, ich fühle das. Sag mal, das heutzutage so? Weiß ich nicht, ich habe das mal irgendwo gehört. Ich glaube, das sagen die Künstler, wenn die wieder ihre Substanzen konsumiert haben und Geräusche sehen können. Also diese eBay-Kleinanzeigen-App, die ist auch wirklich einfach nur Müll, ne? Da holst du dir extra die App, weil ja alles so viel einfacher ist und so viel besser funktioniert. Also selbst Farming Simulator hat weniger Probleme wie diese App. Und das soll was heißen. Das soll wirklich was heißen. Wenn du in der Mitte angekommen bist, würde ich erstmal auf anderer Seite weitermachen. Weil ansonsten fällt nämlich die ganze Scheiße runter. Die Ja. ganze Basis. Back. Huch. Hallo? Ach, ich habe die Triebwerke wieder ausgemacht. Ich wollte gerade sagen, kann das sein, dass der Kollege hier Probleme kriegt? Ja, ich habe alle Triebwerke ausgemacht.
So, du meinst ungefähr hier so, ne? Jetzt müsste ich mal woanders anfangen. Ja, wenn nicht verkehrt. Ja, wo genau? Hier wurscht, oder? Da die links? Andere Landeplattform hier. Ah. Genau gegenüber so von dir. Jo, ich komme. Ich habe 415 Tonnen schon. Boah. Okay, Supply Transport. Ich habe jetzt gerade, nachdem hier der Reaver war, habe ich echt immer so ein bisschen Muffen. Und der war ja echt böse, der Kollege, ne? Dass er einfach auf die zivilen Schiffe geht. Also, nee. Unverschämt. Nie hat Stahlplatten da. Ja, tut mir leid, Sarazani. Wir arbeiten da dran. Ich glaube, 27.000 oder sowas haben wir aktuell im Lager. Ist noch nicht so viel. Sehe ich ein. Aber wir können bestimmt noch ein paar produzieren. Und ein bisschen, denke ich, kriegen wir hier auch zusammen. Ein bisschen. Man muss hier ein bisschen natürlich aufs Gewicht achten, aber muss man ja leider auch im Leben. Alter, wie viele Sachen verlierst du denn hier? Weiß ich nicht. Vielleicht bin ich voll. Kann das sein? Nein. Warum nicht? Das sind abgeschnittene Sachen, die du runterfallen lässt. Oh. Entschuldigung. Nee, tatsächlich, da ist noch einiges am Platz. Erstaunlich wenig Stahlplatten hier. Na ja, gut, wenn du sagst, fällt alles runter. Ich war hier gerade eben ein bisschen schräg dran, vielleicht lag es daran. Ab. Weg. Lass mal gleich da unsere eigene Leitung zum neuen Hangar kappen. Würde ich doch behaupten, da wäre weiter noch die Bahnstrecke mal um ein Stück. Ja. Oh, hier kommt. Hier kam irgendwas raus. Ich glaube, hier habe ich gerade eine Druckkammer oder sowas weggeschnippelt.
Ja, komm. $590 fast. Nicht schlecht, nicht schlecht. Siehst du, irgendeiner hatte auch gesagt, wir sollten mal wieder Satisfactory starten. Das wäre wohl jetzt mit Unreal Engine 5, ne? Hätten sie das wohl auch ausgestattet. Das dürfte dann wohl auch richtig krass sein. So von der Optik her, mein Gott, so viel Zeug. So viele Spiele, so wenig Zeit. Ja, ich müsste das hauptberuflich machen, ne? Das wäre natürlich ein Träumchen. Also wäre es wirklich. Ich denke, ich käme damit klar. Mittner bestimmt auch. Oh, 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 genau, sehr schön. Einfach hier reinfallen. So lobe ich mir das weiter so. Und tschüss, da ist der Dodger schon in Position. Hallo Olli! Schön, dass du auch da bist. Wie geht es dir? Danke, gut. Feierabend und Wochenende. Boah. Kannst du mit so viel Freizeit überhaupt was anfangen? So. Ich mach den Rest. Sehr schön. Dann fliege ich schon mal wieder ausladen, ne? Ich glaube, das vierte oder fünfte Mal heute. Oder soll ich noch gucken, ob da unsere Leitung reinpasst? Nee, ne? Aber ich glaube, hier drunter ist auf jeden Fall noch irgendwie. Ja, Telefon ist schon abgeschaltet, damit ich auch wirklich 2 Tage frei habe. Hervorragend, Olli. Guck mal hier, da fliege ich doch glatt an einem anderen Signal vorbei. Ganz wendig ist der Kollege ja nicht, ne? Zumindest wenn es um Drehen oder sowas geht. Was zum Henker fliegt denn da hinten? Also ich drehe hier gerade nochmal, weil hier ein anderes Signal ist. Du bist das, okay? Ja, das könnte ich sein. Das snacke ich mir doch noch mal rein. Hatte das Ding nicht sogar einen Landefuß? Doch, guck mal, da hat. Ist das ein Space-Mähdrescher? Nicht abwegig, Olli, nicht abwegig. Gar nicht schlecht. Zack. Oi, Leoparde. Uiuiuiui, und ein Plüschspider. Oh, ich muss aufpassen, ich habe nur noch 1% Hydrogen, das ist natürlich nicht so viel. Hallo, Zara! Na? Na? Kommst du arbeiten? Ja. Ja. Sehr, sehr gut. Sehr lobenswert. Na, soll man ein Wettrennen machen? Zugegeben, leicht unfair. Ich wollte jetzt gerade sagen, komm, ich schalte noch die Hälfte meiner Triebwerke ab, aber dann würde ich einfach runterfallen. Jo. Achte einfach mal, was hinten bei mir rauskommt. Triebwerke, ich weiß.
kenne das doch schon. Aber mehr wie 100 Meter die Sekunde wirst du auch nicht schaffen. Also hängt es nur noch davon ab, wer von uns schneller beschleunigt. Ich glaube, das habe ich gewonnen. So gerade eben. Du bist aber vermutlich auch noch was schwerer, ne? Ich habe jetzt 600 Tonnen, du wirst bestimmt noch mehr haben. Ich habe 2,7 Millionen. Megatonnen? Millionen. Megakilo, ja. Kilotonnen? Ne, 2. Oh oh. Oh oh. Wie ich? Ja, ich habe einen Riesenruckler. Ich auch. Ach nö. Karl Joint. Ah. Ja. Sehr schön. Damit kann ich leben. Ja, aber warum ist der nicht glasgrün? Ja. Beim nächsten Olli. Der nächste wird glasgrün. Könnte man dann tatsächlich auch ähnlich wie ein Mähdrescher aufbauen, also wie eine Kiste. Eine Kiste mit Vorsatz. An sich gar nicht schlecht, die Idee. Was habe ich denn noch? 20 Minuten? Oh. Hoppala. Hat mir viel kaputt gemacht. Oh nö. Also das hat sich wirklich gelohnt, hier das Ding dran zu brutzeln, ne? Sag euch, wie es ist. Das hat sich gelohnt. Na komm, füllen wir da unten auf, hat er. Hier Eis drin haben wir auch, sehr schön. So, wieder rein. Einmal umladen. Schnell auf die Nachrichten gucken. So, muss ich eben hier wieder Bild raussuchen, da ist es doch. So. So, sehr schön. Advent, Advent, es brennt ein Fenster. Zuerst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht der Glas schon vor der Tür. Gar nicht schlecht, Bärchen, gar nicht schlecht. Ich habe nur keine vier Fen.
Okay, so einfach geht's manchmal. Das. Die Leitung wollten wir noch absäbeln, genau. Michael hat ja gesagt, er ist da schon. Ah, wir wollten vorher ausladen. Ihr habt ja recht. Sorry, wie gesagt, meine Multitasking-Fähigkeit kommt da wieder durch. Aber mir hat, wie gesagt, jemand bei Kleinanzeigen geschrieben. Was machst du eigentlich mit deinen Twitch-Milliarden? Und komm jetzt nicht mit, hat alles Mittler auf den Kopf gehauen. Er hat sie nicht auf den Kopf gehauen, aber wird von ihr verwaltet, ganz klar. Nein, also aktuell ist, bin ich da so ein bisschen an was dran. Dann versuche ich natürlich auch den Rechner aktuell zu halten mit Komponenten. Milliarden sind es halt noch nicht. Ich wollte jetzt mal zusammenrechnen, wie viel es dieses Jahr geworden ist. Also es ist noch in einem solchen Rahmen, dass ich also immer ein ganzes Jahr gut überblicken kann. Das funktioniert bei mir noch. Ich werde, wie gesagt, jetzt einmal das RAM upgraden, da Star Citizen das ja gebrauchen kann, und dann liebäugel ich halt in Richtung neue Grafikkarte. Das Problem ist, ich habe mir vor ein paar Jahren eine Custom-Wasserkühlung selber gebaut, und zwar mit sogenannten Hard Tubes, also sprich mit festen Leitungen. Das ist also da nicht so ganz einfach, da eine neue Grafikkarte reinzukriegen, und da wollte ich mich dann jetzt vielleicht auch noch mit beschäftigen, bevor das Jahr endet. Denn dadurch, dass ich ja auch ein Gewerbe angemeldet habe, wäre das natürlich auch eine gewerbliche Ausgabe. Ja, und das ist für mich auch eine gute Sache in dem Sinne. Und goldene Wasserhähne haben wir tatsächlich nicht, Dodger. Muss ich dich enttäuschen. Oh. Ja, es tut mir leid. Ich hätte manchmal gerne welche gehabt, aber wir sind eher so die Silbertypen. Also bei uns wirst du generell sehr wenig Gold finden. Sehr, sehr wenig. Ist ja aber auch nicht schlimm, wie gesagt, ist ja jedem, denke ich doch, selbst überlassen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, Bärchen, eigentlich gucken, dass man natürlich so ein paar Spiele dadurch auch finanziert, ne? Wie gesagt, den Rechner aktuell halten. Ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken, sollte eine neue Grafikkarte kommen, einen dritten Bildschirm zu holen, wo ich dann nur den Chat drauf mache. Ich habe das bei einem Kollegen gesehen, bei dem Wolfserror. Der hatte einen Bildschirm hochkant gedreht. Und als ich ihn dann gefragt habe, was der Quatsch denn soll, ja, da guckte er mich einfach an und sagte, ja, für den Chat, Junge, da passt mehr drauf. Hat er natürlich nicht ganz unrecht, ne? Und das finde ich also auch eine feine Sache. Ich weiß nicht, ob das für mich unbedingt eine gute Lösung ist. Denn wie gesagt, ich bin ganz schlecht, was Multitasking angeht. Ich bin eigentlich ganz schlecht da drin. Das ist so, ja. Ich habe ja schon Riesenglück, dass der Zara sehr viel aktiv ist. Muss man ja auch an der Stelle mal ganz klar sagen. Oder Toto oder alle anderen Mods, die halt dann doch viel da sind. Und das immer alles machen. Brauchst du keine neue Graka für. Wenn du parallel noch Spiele machen möchtest und den Stream darüber berechnest, glaube mir, Scharkunz, wäre das nicht verkehrt. Also ich spiele ja mit der 5700 XT immer noch ein absolut geniales Teil. Also ich bin sehr froh über diese Grafikkarte und auch sehr stolz irgendwo, die zu haben. Aber ich merke doch, dass die immer mehr auch am Limit läuft. Ne, jetzt nicht unbedingt bei Space Engineers, okay, da gebe ich dir recht. Umso mehr du natürlich darstellen möchtest, umso mehr ist das allerdings auch für die Grafikkarte ein Aufwand. Und wenn du dann... Ich habe ja auch im Prinzip im OBS, also ich habe ja auf dem rechten Bildschirm OBS laufen.
da ist ja auch nochmal im Prinzip das Bild, wie es ausgegeben wird. Ne, also da sehe ich ja dann auch die ganzen Videos und alles und das sind halt schon so Sachen, wo ich dann denke, okay, das frisst halt auch wieder Grafikleistung. Ich habe auch von einigen schon gehört, man kann sich einen sogenannten Streaming-Rechner im Prinzip machen, der dann nichts anderes tut, wie praktisch die Daten aus der Grafikkarte abfangen und die in den Stream zu schmeißen. Also im Prinzip hast du einen komplett separaten Rechner zur Berechnung. Ja, nur weiß ich nicht, ob das, ich sag jetzt mal, eine dermaßen Qualitätsbereicherung ist, dass sich dafür ein komplett weiterer Rechner lohnt. Ja, das kostet ja nicht nur alles Geld, sondern das frisst dann auch Strom und mit allem drum und dran. Ja, und seid mir nicht böse. Also ich freue mich über jeden, der da ist. Aber ich glaube, für unsere kleine Gemeinschaft reicht das, was ich hier zu bieten habe. Oder sagt einer von euch, boah, nee, das ist ja schrecklich. Also du machst nur Full HD mit 60 Bilder, das geht ja gar nicht. Ich spiele zwar selber mit nicht mehr, ne? Also jetzt nicht so, als ob ich hier vor 4K sitze. Aber behaupte ich jetzt. Ich meine, in den meisten Fällen schreibt ihr mir ja auch, nee, Stream läuft gut. Also, Jobri, mein Lieber. Wie geht es dir? Von dir habe ich ja ewig nichts mehr gelesen. Ja, total schlimm, siehst du? Dachte ich mir doch. Also ich habe schon schlimmere gesehen auf Twitch. Ich habe auch schon bessere gesehen, aber das sind halt dann wirklich oft Leute, die leben davon, die leben gut davon. Die sind natürlich auf einem ganz anderen Level. Die sind ein ganz anderes Level da. Muss man auch mal selbstkritisch sein oder sich selber gegenüber eingestehen, da kann man nicht mithalten. Also, das funktioniert nicht. Hat er doch auf Wiedersehen gesagt. Ich wundere mich trotzdem gerade. Was heißt, du bist wieder online? Hattest du Probleme mit dem Anbieter oder? Außer mit am Gameplay gibt's an den Streams wenig auszusetzen. Danke, Sarah. Bitte. Wie immer schätze ich deine Unterstützung in jeder Lebenslage. Nein, ich kann mir Internet nicht leisten. Hä? Wie jetzt? Ich vermute, das XD weist auf einen Scherz hin. Ich habe leider nicht mehr ganz im Kopf. Wir haben über sehr viele Themen damals geredet. Oh, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Mach mal das von Hand oder schnibbel ich das von hier drüben? Vielleicht kann ich das von hier drüben schnibbeln, ne? Das ist ja da so ein bisschen in den Berg rein. Vielleicht habe ich Glück. Die Darstellung vom Twitch-Chat macht doch nicht so viel Graka-Speicher aus, oder? Nee, das denke ich nicht, Sharkuns. Da hast du vollkommen recht. Da hast du auf jeden Fall recht. Aber der dritte Bildschirm, der komplett, ich sag mal, wieder dargestellt werden muss. Das ist wieder ein weiterer Ausgang und ich vermute auch ein Leistungsfresser. Ich habe es bis jetzt nicht ausprobiert. Da bin ich ganz ehrlich, hab ich noch gar nicht ausprobiert. Nur wenn du halt siehst, dass die Grafikkarte teilweise dann bei 96% oder 98% hängt, ja, tue ich mich doch, um ehrlich zu sein, ein bisschen schwer, da jetzt noch ein Bildschirm dran zu hängen. Also, das ist halt so der Punkt. Ich würde den halt dann auch nur für den Chat benutzen, würde natürlich dann die anderen Sachen von OBS wieder ein bisschen größer ziehen und ich gehe davon aus, dass ein bisschen mehr Grafikleistung jetzt nicht ganz verkehrt ist. Ne, wobei eine neue Festplatte, also eine größere SSD vielleicht mehr Sinn macht, dass ihr auch die Videos mal ruckelfrei abspielen könnt. Das müsste an der Festplatte liegen, weil das alles auf einer HDD liegt, die auch gleichzeitig hier die Videos speichert, also sprich schreibt. Das ist vermutlich einfach zu viel.
Nein, ich habe nicht genug Geld, um den Vertrag zu zahlen. Ach krass, okay. Danke für die kleine Erklärung. Eigentlich auf deine Antwort gedacht, dass du keine vier Pfennig hast mit den Milliarden. Ah, okay. Nö, nee, ist nicht schlimm, aber also wie gesagt, bei dem Thema, ihr könnt mich da gerne immer ansprechen. Ich werde versuchen, euch im Rahmen, wie sagt man das, des Datenschutzes immer möglichst alles zu beantworten, denn ich finde das oft lästig, wenn die Leute immer so, ja, über Geld spricht man nicht und dies und jenes. Ich meine, das ist richtig, ne? Man muss nicht immer unbedingt alles erzählen, das ist schon in Ordnung. Aber bei manchen Dingen, da denke ich mir halt auch, boah, mach doch nicht so eine Welle. Ne? Es kann natürlich sein, also ich habe natürlich auch so ein bisschen den Wunsch oder vielleicht auch den Traum, dass das, wie gesagt, alles mal ein bisschen größer wird. Ich meine, ich muss jetzt nicht mit den Größten konkurrieren, da muss ich euch ganz ehrlich sagen, möchte ich vielleicht auch nicht unbedingt, denn die stehen auch ganz schön gewaltig unter Druck. Das muss nicht unbedingt sein, aber boah, also wenn ich davon leben könnte, boah, das würde mir gefallen. Sag ich dir ganz ehrlich, das würde mir gefallen. Aus dem einfachen Hintergrund, du machst was, was dir Spaß macht. Und dann weißt du auch noch, wofür du es machst. Also so für dich, ne, für die Leute. Das würde mir schon echt gut gefallen. Aber das ist halt ein Traum. Vielleicht klappt's, vielleicht nicht. Keine Ahnung, wird sich zeigen. Ich hätte auch nie gedacht, dass wir mal so ein Häuschen kriegen. Wir haben zwar lange Zeit danach gesucht, aber nachdem wir 2, 3 Jahre waren es fast, immer nur wirklich Müll präsentiert bekommen haben, haben wir gar nicht wirklich mehr dran gedacht, sondern halt durch Zufall, ne? So ganz klassisch durch diesen Buschfunk. So, ich finde die Spiele super. Blind und Ton geil, aber dieser Kerl, der da ständig quatscht, ist gewöhnungsbedürftig. Ja, vielen Dank, Olli. Kann ich nur zurückgeben. Ich finde auch, du solltest mal wieder mitspielen. Das würde das Ganze aufwerten. So, meine Mutter hat das jetzt gemacht und sagt, das ist mein Beitrag. Na, siehst du. Na, Jobri, da müssen wir aber dann. Also da muss doch was machbar sein. Was denn da los? Das ist doch. Oh, ich glaube, das war dann jetzt wohl zu viel. Habe ich mir jetzt die Seite da kaputt gehauen? Jo, ne? Nee, scheint auch zu sein. Ey, gut konstruiert die Dinger. Also wir haben manches haben wir wirklich gut konstruiert, kann man nicht anders sagen. So, nee, mehr geht immer, aber da musst du schauen, dass die CPU nicht der Flaschenhals wird. Ich gehe davon aus, das passiert nicht so schnell, Scharkunz. Es ist ein 5800X. Ich liebäugel noch mit einem 5800X 3D. Das ist ja so, ja, unter anderem mit das Größte, was man so für den AM4-Sockel kriegt. Aktuell ist die CPU bei 23% Auslastung. Das dürfte also noch ziemlich gut funktionieren, würde ich behaupten. Auch bei Star Citizen, was ja ziemlich CPU-intensiv ist, hält sich das alles tatsächlich in Grenzen. Also ich glaube, bis du wirklich so ein 5800X oder ein X3D ans Limit kriegst, da muss schon einiges für passieren. Zumal ich halt jetzt auch gelernt habe, hat mir zumindest jemand erklärt, ob das jetzt Fakt ist, weiß ich noch nicht. Da wollte ich mich noch mal einlesen. Ich habe das Rendern, also sprich das OBS läuft bei mir über die CPU. Das habe ich so eingestellt, da wie gesagt die CPU hier aktuell am wenigsten zu tun hat. Und jetzt sagte mir aber ein Kumpel, mach das über die Grafikkarte. Die hat dafür separate Bausteine, die im Prinzip aktuell bei mir nichts zu tun haben. Ne? Und ob das stimmt, wollte ich noch herausfinden. Wenn das natürlich der Fall ist, ja super. Dann sollte man das tun, dann hat die CPU natürlich noch mehr oder noch weniger zu tun. Ist jetzt nicht unbedingt schlecht, aber dann kann die sich vielleicht mit anderem beschäftigen. Das könnte unter Umständen auch eine vernünftige Sache sein. So, wer würde nicht gerne sein Hobby zum Beruf machen? Da gibt es einige. Also ich kenne einige, die sagen, nein, mein Hobby bleibt mein Hobby. Das möchte ich nicht zum Beruf machen. Es gibt dann natürlich die anderen, die sagen, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, musst du theoretisch nie wieder arbeiten. Aber das kann man halt sehen, wie man will.
Also man sollte das auch wirklich nicht unterschätzen. Ich habe am Anfang auch immer ein bisschen geschmunzelt, wenn die ganzen YouTuber und sowas erzählt haben, wie viel sie doch zu tun haben mit den Videos hochladen und sowas. Ja, nee. Also wenn ich mich mal einen Tag hinsetze, ich lade dann zwar oft 2, 3 Videos hoch, ja. Ich schneide aber ja nichts, ne? Und ich bin da auch teilweise 1 Stunde, 2, 3 bin ich da dran. Und wir reden jetzt nicht vom Hochladen, sondern wir reden wirklich rein vom Vorbereiten, Thumbnail reinmachen, also den Screenshot raussuchen, das Ding hochladen, einen Text dazu schreiben und diese ganzen Dinger, da kannst du richtig Zeit drin versenken. Da kannst du richtig Zeit drin versenken. Das glaubt man kaum. Selbstständig und Geld verdienen, wenn du arbeitest, ist halt schon anstrengend und Stream ist Arbeit. Ja, das stimmt. Ich habe das Spiel sogar, aber ich steige da einfach nicht durch. Bei Space Engineers, Olli, das können wir dir beibringen, wenn du willst. Das ist gar kein Weg. Ich bin kurz weg. Strapse ausziehen. Ja, mach das, Bärchen. Und jetzt nicht wundern, nein, bei Bärchen ist das medizinisch bedingt. Also nicht, dass ihr denkt, wir fangen jetzt hier, ne, nach 22 Uhr an mit so einem Content. Das machen wir nicht. Wir bleiben bei unserer Standard-Zweideutigkeit. Okay, jetzt habe ich so viel erzählt, jetzt sind Michel und Dodger völlig weg. Was? Wir sind doch beschäftigt mit Bauen, also. wäre aber normal, ja. Ich versuche das trotzdem ein bisschen zu unterbinden. Irgendwie muss ich ja auch aus der Masse hervorstechen, Jamie Lee. Wir haben zwar schon unsere Nische mit dem Eisenbahndingen und sowas, aber... Naja. Mal schauen, was noch so kommt. Vielleicht müsste ich auch mehr Call of Duty spielen. Dann würde ich an Reichweite gewinnen. Da sind ja wohl doch sehr viele am Spielen, obwohl ich gehört habe oder gelesen habe und auch Videos gesehen habe, dass das Spiel an sich ein totaler Reinfall sein soll, ne? Also es sind sehr viele auch ziemlich sauer, aber... Ja, Call of Duty soll ziemlich schlecht geworden sein. Ja, aber warum spielen es dann so viele? Keine Ahnung. Also ich habe auch sehr oft gelesen, dass es einfach nur eine DLC und... Wow, und... ne? Ja, trotzdem sind es aber scheinbar sehr, sehr viele am Spielen. Naja. Menschen halt. So, ich spiele nur noch LS22, weil ich in dem Bereich auch anfange zu arbeiten. Ja, ist doch cool, Jobri. Haben wir tatsächlich vorhin auch drüber gequatscht, ob du es glaubst oder nicht. Also das heißt, du wärst auch dabei. Ach, siehst du, genau, der Zara ist auch dabei. Ich bin der Zara und ich bin auch dabei. Ist einfach so. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ist auch genau richtig. Zara, der macht dann erstmal eine schöne Brotzeit. Klar, wie früher. Sehr schön. Ihr lieben Leute, ich gehe noch einmal fix nach dem Holz gucken. So, LS22 wäre mal wieder eine Abwechslung. Ja, ich spiele nur noch Satisfactory. Haben wir auch schon drüber gesprochen, Olli. Soll wohl jetzt in Unreal Engine 5 sein. Muss wohl echt mega, mega aussehen jetzt. Sollte man vielleicht auch nochmal drüber nachdenken. Ich schaue einmal schnell nach dem Holz, ihr Lieben.
Ey, Männers, wenn ich sage, ich gehe weg, dann müsst ihr auch ein bisschen quatschen. Nö, sind beschäftigt. Was? So, okay, danke fürs Gespräch. Ist auch ein gutes Spiel, ich spiele gerade Factorio. So, bis bald mal, viel Spaß euch noch beim Zuschauen. Jo, Jori, viel Spaß. Schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe auf ein Wiedersehen. Endlich Kompressionsstrümpfe aus und Beine eingecremt. Jetzt noch ein Bierchen und den Stream genießen. Na, siehste. Mensch, Bärchen, das klingt ja fast nach einem gelungenen Feierabend, wa? Feierabend. Ja, so lange machen wir auch nicht mehr. So, oh wei, hier baut schon einer das Grundgerüst. So. Wollen wir die Zugstrecke hier im Tunnel noch verlängern? Was meint ihr, oder soll die hier hinten bleiben? Was ist bei euch los? War noch nichts mit Essen? Du hast eigentlich recht, Bärchen. Wir könnten uns mal ein paar Kekse gönnen, ne? Essen. Essen ist geil. Gab heute Abend auf dem Geburtstag, wo wir waren, gab es Pizzasuppe. Das ist auch, kann ich euch also nur wärmstens empfehlen. Ja, super. Nee, Pizza. So, Moment, ich muss noch einmal ganz schnell was raussuchen. Ist Nudel jetzt auch hier? Nee, ne? Nee. Wegen der Erbsensuppe. Wegen der Erbsensuppe. Was ist das denn? Verdammt nochmal, wo hab ich's denn? Wo muss ich hier das Bild suchen? Schrecklich. Ah. Gefunden. So. Einmal ganz kurz in Kleinanzeigen gehen. So, machen wir es halt so, ne? So, haben wir das auch erledigt. Ich bedanke mich für eure Geduld. Also die Eisenbahnstrecke noch ein Ticken erweitern bis hier rüber oder lassen wir die so, wie sie ist? Wir könnten die eigentlich noch ein Ticken erweitern, wir könnten sie aber auch bis hier hin lassen. Nee, wir lassen sie bis hier hin. Jetzt hat der arme Michel hier schon die kompletten Dinger gezogen. Die gehen sowieso nachher nochmal anders hin. Ja? Die kommen nachher noch oben unter der Decke. Oh, okay. Oh, ich hätte sie jetzt einfach nur gedreht, dass man hier schön die X sieht, aber ansonsten... Dass man im Tunnel, so weißt du, dieses grüne Licht praktisch an der Seite hat, so die ganze Zeit so wusch, wusch, wusch. Ja, ich hatte erst das Problem, ich habe da noch nicht weit genug ausgebohrt. Ja. Dadurch siehst du mehr die Erde. Als die Lichter. Nee, ich mein, hier, was mein Gedanke ist, wenn du die jetzt... Warte. Doch, da ist ja, warte. Sarah? Jo. Du brauchst nur umherum einmal rumziehen, die Struktur, so wie du es jetzt hier gemacht hast. Weil hier kommt keine komplette Decke rein. Jo. Auch die Wände werden nicht komplett, da machen wir einzelne Pfeiler, so in bestimmten Abständen. So dass wir so eine Stützstruktur haben. So, guck mal, was ich meine ist, wenn du das hier so reinbaust. Ja, unabhängig jetzt von der Farbe, ne? Ja, ja. Und das wird ja eigentlich. Ja, hatte ich ja auch erst so gedacht. Bloß ja. Teilweise guckt der Fels zu weit durch, sodass du die nicht mehr richtig siehst. Ja, abbauen. Fertig.
Was ich halt einfach nur meine, ist, wenn du dann hier oben und unten auch das Licht hast, ne? Du flitzt jetzt hier durch, wirklich mal vielleicht ja, ja. ein bisschen schneller. Was, ne? Ich glaube, das sieht cool aus. Das sieht ziemlich cool dann aus, ja. Denke ich zumindest. Wir sind durchsichtig. Ja. Ich habe noch nichts gemacht, aber. Ja, soll man hier nicht besser. Gerne umdrehen. Soll man hier nicht besser eine Sunny-Station hinbauen? Habe ich auch noch vor, bloß die Sunny, wie ich sie jetzt hier hinhaben wollte, passt jetzt noch nicht, da muss ich erstmal was wegnehmen. Ah, okay. Ja, pass auf, dann mache ich die Verbindung. Pizza gibt's ja morgen wieder. Ich glaube bei uns vielleicht am Donnerstag. Donnerstag wollte Toto kommen, hoffe ich, denke ich, vermute ich. Dann sollte es da auch wieder Pizza geben. Toto und ich essen sehr gerne Pizza. Irgendwie ist das unser Ding. Machen, ne? Alles wegklatschen. Mache ich das direkt eine Etage höher? Ob das jetzt sinnig ist oder nicht, das kann ich euch noch gar nicht beantworten. Wer weiß das schon? Ist ja nicht immer alles sinnig bei uns, ne? Ab und zu wird ja auch schön gebaut. Müssen wir auch mal gucken, dass wir da noch bei Railroads noch weitermachen vor Weihnachten. Eieieiei. So viel zu tun noch, Leute. So viel zu tun. So, wunderhübsch. Muss mal hier wieder ein bisschen Platz machen. Ja gut, ist ja auch der Bahnhofsbereich, ne? Da wo ich ein bisschen... Voilà. Wir hätten da ja auch ein Fluggerät für gehabt, ne? Das kann ja manchmal so einfach sein, das Leben. Aber warum einfach, wenn es auch kompliziert ist? Das ist so schön. Nur nicht übertreiben.
So, haben wir das relativ. Oh, relativ gleichmäßig, ne? Dafür, dass wir hier lang fliegen, sozusagen im Freiflug das Ganze gemacht haben, finde ich, ist akzeptabel. Ja, hier noch ein bisschen was zum Nacharbeiten, aber dafür fliegen wir ja nochmal zurück. Ich fahr schon langsam, Zara. Womit fahrt ihr? So. Wunderprächtig. Ich denke mal, hier den Bahnhofsbereich, den werden wir noch irgendwann ein bisschen weiter ausbauen, aber jetzt fürs Erste können wir das bestimmt so lassen. Ich glaube, Retro wäre hier ganz schick. Grün vielleicht? Hellgrün, ne? Oder? Ja. 2x250 Gramm Dönerbrötchen, schön mit selbstgemachter Chili-Sauce. Oh, Chili ist tatsächlich gar nicht meins, aber warum nicht? Ach, Chili-Cheese-Sauce. Ja, trotzdem Chili bin ich raus. Das tut mir leid. Scharf essen ist tatsächlich absolut nicht meine Stärke. Boah, diese Mikro-Ruckler beim Positionieren, ne? Ja, ist gerade ziemlich heftig, ne? Ja, sorry, das bin ich. Wenn der Spielstand dir sagen möchte, Leute, es reicht. Ich vermute dadurch, dass ihr jetzt auch noch da die Decke und sowas zugeklatscht habt. Nee, da sind wir ja nicht komplett am Zuklatschen. Nee, aber du hast doch gesagt, so ein paar Säulen und sowas. Nee. Performance-Probleme. Ich glaube, das merkt er. Aber oben rechts steht nichts, irgendwie mit Unsafe Grids oder sowas, ne? Szene zu komplex, nett. Unsafe Grids, jetzt steht sie auch wieder da. Sehr schön. Was haben wir denn eigentlich aktuell? Ah, Eisbohrer. Too many blocks in the world. Remove some grids. Oh, okay. Or change trash removal settings. Oh, okay. Vielleicht sollten wir das auch nochmal machen. Trash removal. Ich meine, zwar hatten wir, aber... submit changes, glaube ich, ne? So, haben wir gemacht. Keine Ahnung, ob es was gebracht hat. Ah, bis jetzt nicht so. Oh je. Ja, CPU bei 32%, also. Wir müssen wohl noch mehr mal von den Gegnern entfernen. Ah, siehst du, jetzt habe ich keinen Stahlplatten mehr. Geht doch. Es so, geht, Map Bay und H2O-Anlage ist hier schon mal erstmal. Sehr schön. Leichte Schärfe von Jalapenos, so richtig scharf mag ich es auch nicht. Ich will den Burger ja noch schmecken. Ja, das denke ich mir halt auch immer. Ich habe einen Arbeitskollegen, der ist richtig, also der ist ein Schärfe-Fanatiker, ne? Der haut sich dann auch, der holt sich dann so eine Pizza. Ich glaube tatsächlich stinknormale, wie sagt man, Margarita. Und dann knallt er sich da richtig Tabasco und sowas drauf. Und dann ich denke mir jedes Mal, du kannst doch gar nichts mehr schmecken. Ja, doch, ihm gefällt das. Okay, warum nicht, ne? Mein Fall ist es nicht, aber ist ja auch nicht schlimm. Ich muss ja nicht immer alles mögen, was die anderen wollen. Mich müssen ja auch nicht alle mögen. Das ist ja in Ordnung. Ich komme damit klar. Sag ich euch, wie es ist. Tabasco ist doch nicht scharf. Ich meine, das ist. Boah, ich meine, Tabasco wäre doch scharf. Jetzt veräpple mich nicht. Das ist doch, meine ich, Tabasco, was der sich da drauf schmeißt. Das ist doch scharf, oder nicht? Tabasco ist scharf. Ja. Scharkun schreibt, ist nicht scharf. Naja, es gibt Sachen, die sind noch schärfer, ja, aber. Also, ich bin da ganz schlecht. Wir essen auch generell nicht wirklich scharf, also hier bei uns daheim. Mitten ist noch ein Ticken schlimmer. Also ich sag mal, wo ich noch sage, yo. Wo du ganz doll aufpassen musst, ist dieses japanische, ist das Tabasco? Ja, das müsste sogar Tabasco sein. Das ist das grüne Zeug.
Wasabi? Wasabi, genau. Wasabi. Mhm. Das ist richtig heftig. Also da muss man aufpassen. Ja, guck mal. Also Shakun schreibt, das kommt bei uns auf die Salami von der Pizza. 1-2 Tropfen auf jede Salamischeibe. Okay, also wie gesagt, wenn du das kannst, ich bin ganz schlecht. Also ich bin ganz schlecht in scharf essen. Ganz schlecht. Also so richtig schlecht. Muss ich ganz ehrlich gestehen, aber ne? Da sind halt die Menschen unterschiedlich und ich finde das manchmal gar nicht schlecht, dass wir alle ein bisschen eigen sind. So sind wir halt auch alle individuell, das finde ich auch schön. Das finde ich auch gut so. Ich finde das, also ist meine Meinung. Ich denke, das muss so sein oder das sollte auch so sein. Und schon wieder. Für die Leute, die scharf essen, ist Tabasco nicht scharf. Ich mag aber auch den Geschmack davon einfach nicht. Hm. Aber du warst ja zuletzt in Thailand, Olli, ist das richtig? Da wird ja auch richtig scharf gegessen. Also wir haben eine Thailänderin im Dorf gehabt. Das war immer mega amüsant, wenn wir dann halt irgend so eine Dorfveranstaltung haben. Ne? Jeder hat was mitgebracht. Und die stand dann da. Boah, die, also unheimlich nette Frau, ne? Und die hatte noch so ein bisschen Akzent. Das war dann immer, wenn die dann was probiert hat, dann sagt er dann, ah ja, schön scharf. Dann wusstest du ganz genau, alles klar, das kannst du nicht anfassen, ne? Das brannte dir schon im Prinzip, also beim Angucken hat das schon in den Augen gebrannt. Und die war so. Die hat das in aller Seelenruhe auf den Teller gemacht und reingehauen. Das war abgefahren. Das war richtig abgefahren. Auf meine Pizza kommt Prignampla. Okay, das sagt mir gar nichts. Feierhähnchen muss dreimal brennen. Wenn es reingeht, wenn es rauskommt und dann in die Augen. Kenne ich als das brennt dreimal. Erst beim Essen, dann beim Rauskommen und dann dem Kanalarbeiter in die Augen. Aber in den eigenen? Nö, in den eigenen muss das nicht brennen. Tabasco-Soße aus einer Chili-Züchtung, okay. Achso, dieses 2500 bis 8000 ist, glaube ich, dieses Skurril, nennt man das, ne? Genau. Diesen Schärfemesser. Hat Scharkunst gerade gesagt, 2500 bis 5000 ist Tabasco-Soße, 2500 bis 8000. Jalapeno Chili 30.000 bis 50.000 reiner Cayennepfeffer. Wow! Und Olli schreibt gerade, also seine Prignampla ist eine Chili-Öl-Fischsoße-Mischung. Ach du meine Güte. Steht in Thailand auf jedem Tisch. Abgefahren. Also kann ich nicht mitreden. Muss ich euch gestehen, scharf ist nicht meins. Überhaupt nicht. War es auch noch nicht. Ich war lange Zeit so ein absolut süßer Fanatiker. Jetzt inzwischen schlägt das so ein bisschen um. Also inzwischen ist das alles, was wir so essen. Und wenn Mittner dann vor mir steht und sagt, fehlt dir noch was, fange ich immer an zu grinsen. Ich sage, na, noch ein Schuss Zitrone. Keine Ahnung warum. Aber so an sich, nee. Ich mag das auch nicht, wenn so eine Zutat dominiert. Also wir waren letztens griechisch essen. Also ein Kumpel von mir hatte Geburtstag, den kenne ich seit der Grundschule. Und wir haben halt immer noch eine Freundschaft, das ist absolut genial. Ja, wenn man halt überlegt, dass man mit 6 eingeschult wurde und jetzt Ü30 ist. Also man teilt schon ziemlich lang das Leben miteinander. Und da waren wir dann sehr, sehr griechisch lastig essen. Und ich hatte mir dann so ein bisschen Spinat genommen und hier diese Weinblätter und dies und so. Beim ersten Biss guckte ich ihn auch so an, ich so, boah, der ist aber kräftig. Und er hatte was Ähnliches und dann auch so, das könnte auf jeden Fall Mundgeruch geben. Also es war alles sehr, sehr knoblauchlastig. Hat unheimlich gut geschmeckt, also wirklich. Aber du hast halt, also im Nachhinein, es war sehr knoblauchlastig. Also wirklich knoblauchlastig, ne? Früher habe ich Schärfe danach gemessen,
ob die Kippe danach noch schmeckt. Ah, geil. Okay, und wenn die Kippe noch schmeckt, dann war nicht scharf genug, oder? Ich mag herzhaft und süß schon immer. Sowas wie Fleischwurst mit Nuspli oder Nutella. Okay, das ist jetzt nicht so meins. Obwohl ich zum Beispiel Backcamembert mit Preiselbeeren genial finde. Also sowas, das finde ich auch ziemlich genial. Also Zara. Was? Falls du wieder durch den Tunnel durchfliegst, pass auf. Geronimo. Beantworte das deine Frage. Ich bin nicht derjenige, der stirbt. Meistens seid ihr beide hinüber. Ich bin im Fahrzeug. Ja, dann nicht. Okay. Jo, Kippe schmeckt noch nicht scharf genug gewesen. Okay. Ja, abgefahren. Vielleicht solltest du das mal anmelden, so ich kann ihnen sagen, ob ein Essen scharf ist. Das klingt ja fast nach einem Talent. Da ist hier, worauf ich jetzt schon gar keine Lust habe. Jetzt habe ich die Dinger einfach hier drüber gesetzt. Ne? Jetzt muss ich gleich auch die da drunter wieder abreißen. Belastend. Jetzt fliegt er absichtlich hier immer wieder lang. Natürlich, ich kenn's ihn doch. Sind wir nicht alle ein bisschen bluner? War das denn nochmal eine Limo-Werbung, ne? Wie komme ich jetzt darauf? Naja. Das weiß ich nicht. Warum du da jetzt. Ich werde tatsächlich schon müde. Ich merke es. Ich werde müde. Der Geburtstag war sehr anstrengend. War gegen. So, haben wir das hier schon mal verbunden. Ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Ich meine so sagen, nochmal gerade hier an die Medi-Station. Huch, Riesenruckler. Oh, geht wieder. Sehr schön. Jetzt esse ich aber endlich mal meinen Keks, ne? Ich esse jetzt meinen Keks. Miau. Sehr schön. Haben wir das schon mal. Dann müsste man jetzt vom Prinzip her hingehen. Mal gucken, ob das schon so klappt. Ich weiß, was Michael meinte. Nix Problem.
So. Die Carolina Reaper. Hast du auch schon getestet? Nee. Scharf gerne. Auch ein bisschen schärfer, aber essen muss noch schmecken. Was ist denn Carolina Reaper? Müsst ihr uns auch aufklären. Wir wollen ja hier gemeinsam lernen. Die schärfste Chili der Welt. Ah. Na gut, hat sich das auch geklärt. Unloading World. Und tschüss. Ja, gut, ihr Lieben. Ich würde dann sagen, an der Stelle machen wir direkt mal einen Cut für YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis demnächst. Tschüss. Ciao. Tschüss.